ein schönes Thema für uns. Inshallah ta'ala ist das ein Thema, was zu den Grundlagen des Islam gehört, und zwar die Wichtigkeit des Gebetes. Und wir werden darüber reden, bi'idhnillah ta'ala, warum ein Mensch nicht den Stellenwert des Gebetes erkennt. Und dieser Unterricht ist für jeden, der zurzeit nicht betet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Muslime, die nicht seinen Weg gefunden haben, zu diesem Weg recht leiten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Sache leicht machen und auf er, dass er sie in dieser Religion befestigt. Dieser Unterricht ist für jeden, der momentan nicht betet. Und für jeden, der nur unregelmäßig betet. Einmal in der Woche am Jumu'ah. So kennen wir viele Muslime, die dieses tun. Und leider denken sie auch, weil man ihnen Falsches sagt, dass dieses so richtig ist. Und dieser Unterricht ist auch für jeden, der seine Gebete verspätet. Er betet die Gebete nicht zur richtigen Zeit. Und dieser Unterricht ist für jeden, der bis jetzt die Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, dass er noch beten darf. Aber wallahi, wie schnell ändern sich die Herzen. Wie schnell ändern sich die Herzen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er brachte einmal den Sahaba radiyallahu anhum das Bittgebet bei. Und jeder Muslim muss dieses Bittgebet kennen. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. O du Wender der Herzen, denn nur Allah hat die Herzen zwischen seinen Fingern. Und niemand bewegt die Herzen außer Allah. O du Wender der Herzen, festige mein Herz in deiner Religion. Die Sahaba radiallahu anhu, schaut, welche Frage sie gestellt haben. Und sie waren diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala erwählt hat, damit sie mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zusammen sein durften. Denn sie hatten die reinsten Herzen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen hat Allah azza wa jal sie mit diesem edlen Gesandten versammelt, auf dass sie gemeinsam die Botschaft verbreiten. Sie sagten, atakhafa alayna, hast du Angst um uns? Warum bringst du uns das Bittgebet bei? Oh, du Wender der Herzen, festige mein Herz in deiner Religion. Warum bringst du uns das bei? Hast du Angst um uns? Der Prophet Muhammad sallam sagte, na'am, ja, ich habe Angst um euch. Denn wallahi, heute ist man vielleicht in einer bestimmten Verfassung, aber morgen nicht mehr. Kennt einer von euch Leute, die mit dem Gebet aufgehört haben, nachdem sie gebetet haben? Kennt einer von euch Leute, die gestrahlt haben, als sie das Wort Paradies gehört haben, die hier mit uns saßen, die unter uns waren? Aber danach hat sie niemand mehr gesehen. Wie Vollmondgesichter haben ihre Gesichter gestrahlt, als sie das Wort Paradies und Allah und die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört haben. Aber Allah dreht die Herzen, wie er will. Denn nur Allah weiß, ob dieses Herz wirklich nach der Wahrheit sucht. Alif Lam Mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina kadhabu fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, Buchstaben. Allah hat aus ihnen einen ganzen Koran herbeigebracht. Als Ibra, als ein Beispiel für diese Nation, liebe Geschwister. Glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, dass wir sie nicht prüfen werden? Und wir haben doch bereits vor ihnen diejenigen geprüft. Da wusste Allah, wer die Wahrhaftigen sind, und er wusste, wer die Lügner sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unter den Wahrhaftigen schreiben. Allahumma ja'alna min as-sadiqin. Ja, wallahi, wenn du unter den Lügnern bist, so stehst du bei Allah als Lügner über den sieben Himmeln. Und wenn die ganze Welt sagt, du bist sadiq, ein Wahrhaftiger, du bist ein Lügner. Weil Allah dich als Lügner geschrieben hat. Die Leute bringen dich dazu, und verzeiht mir dieses Beispiel, dass wenn du in deiner Hand Kot hast, Kot, Rabit, dass sie dich glauben lassen, dass du Datteln in deiner Hand hältst. Die Leute bringen dich dazu, dieses zu glauben. Aber Allah, innahu alimun bidhati sudur. Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Liebe Geschwister, heute beten wir noch
mit der Gnade Allah und nur, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das erlaubt. Aber morgen könnte er unser Herz drehen. Warum, ja Allah? Warum drehst du die Herzen? Weil Allah, er sieht, ob du wirklich Interesse hast an der Religion oder nicht. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Und diejenigen, die sich auf unserem Weg abmühen, sie strengen sich an für die Religion Allahs. Sie werden wir unsere Wege leiten. Und das sind diejenigen, die erfolgreich sein werden. Das sind diejenigen, die Erfolgreichen sein werden, liebe Geschwister. Ich bin mir sicher, dass du als Muslim Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Wärst du überhaupt ein Muslim, wenn du Allah nicht liebst? Du liebst Allah und du weißt, dass er dich einzig und alleine erschaffen hat. Wie viele Leute denken doch tatsächlich, dass sie von jemand anderen erschaffen worden sind außer Allah? Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun? Sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden? Oder haben sie sich selber erschaffen? Allah, er stellt der Menschheit eine Frage, damit sie nachdenken, damit sie überlegen, wer hat euch erschaffen? Gibt es andere Götter außer Allah? Weil Allah hat die Menschen erschaffen und sie danken jemand anderem. Wer hat sie erschaffen? Allah. Und liebe Geschwister, wallahi, lasst euch nicht beirren. Die Kuffar, die Nichtmuslime, möchten den Menschen weismachen, dass nicht Allah subhanahu wa ta'ala es einzig und alleine ist, der es einzig und alleine verdient, angebetet zu werden. Wallahi, liebe Geschwister, wenn ein Muslim weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm erschaffen hat, dann weiß er, dass Allah ihm dieses Leben gegeben hat. Welches Leben? Das Leben, was er so sehr liebt. Er liebt doch sein Leben. Wenn man ihm sagen würde, gib mir dein Leben, er wäre nicht bereit dazu, weil er sein Leben so sehr liebt. Aber wer hat ihm dieses Leben gegeben? Allah! Warum liebt er dann nicht denjenigen, der ihm dieses Leben gegeben hat, was er so liebt? Warum? Warum liebt er etwas anderes mehr als Allah subhanahu wa ta'ala? Allah hat dir alles in deinem Leben gegeben. Wenn du hungrig bist, dann ist es Allah einzig und alleine, der dich versorgt. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Und es gibt kein Lebewesen auf dieser Welt, dessen Versorgung nicht wen obliegt? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah versorgt die gesamten Geschöpfe rund um die Uhr. Nimm den reichsten König, der soll herbeikommen. Wer ist der reicheste Mensch momentan? Also ich kann euch sagen, ich bin es nicht. Aber wer ist der reicheste Mensch momentan? Sagen wir, wer? Rockefeller. Nein, nicht Rockefeller. Ich glaube, Gaddafi mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm geben, was er verdient. Nimm einen Mensch, der Milliarden hat. Und er setzt seine gesamten Milliarden ein, um eine Mahlzeit jedem Geschöpf zu geben. Es gibt Menschen. Was gibt es noch für Geschöpfe? Jetzt sagt mir nicht UFOs und außerirdisch, ja? Die Diskussion machen wir nicht. Was gibt es für Geschöpfe? Wir haben Menschen, dann haben wir Djinn, dann haben wir Tiere, aber dann auch so etwas dazwischen. Wie Alice Schwarzer. Ja, Pflanzen, genau. Wir haben, subhanallah, liebe Geschwister, wir haben so viele Geschöpfe, Allah alleine, er versorgt sie rund um die Uhr. Aber nimm den reichsten Mann, er soll jedem einzelnen Geschöpf nur eine einzige Mahlzeit geben. Wäre er dazu in der Stande? La malika illallah, es gibt keinen Herrscher außer Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Das ist unser Glaube, liebe Geschwister. Allah, er gibt dir zu essen, wenn du hungrig bist. Wenn dir kalt ist, dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala dir Wärme. Und wenn du atmen möchtest, dann ist niemand da, der dir die Luft geben kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du krank bist, wen bittest du, dass er dich gesund macht? Dr. Brinkmann? Nein. Du hebst deine Hände und sagst, ja Allah, ja Allah. Und plötzlich, ihr seht im Zustand der Krankheit, wie Leute auf einmal Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten. Warum? Weil sie wissen, niemand kann ihnen Gesundheit geben außer Allah.
Aber leider, wenn sie gesund werden, vergessen sie Allah subhanahu wa ta'ala sehr schnell wieder. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und er hat euch alles gegeben, was ihr von ihm begehrtet. Er hat euch alles gegeben, wonach ihr ihn gefragt habt. Und wenn ihr die Gnaden von Allah aufzählen wolltet, ihr könntet sie nicht erfassen. Du könntest nicht. Ein Gelehrter sagte, wenn du dich manchmal hinsetzt und fragst, welche Gnade hat mir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben, dann sagte dieser Gelehrte, wenn du wissen möchtest, welche Gnade dir Allah gegeben hat, dann schließe einfach deine Augen. Schließe deine Augen. Und du weißt, welche gewaltige Gnade Allah nur dir durch das Seelisch gegeben hat. Möchtest du dein Seelisch eintauschen? Ganz im Ernst. Sagt man, nein, dann sehe ich die hübschen Frauen nicht, die darfst du sowieso nicht angucken. Aber möchtest du dein Seelisch hergeben? Nein. Allah hat es dir gegeben. Wo ist deine Dankbarkeit, lieber Bruder und liebe Schwester? Eine Frage. Und ich habe eine sehr persönliche Frage an dich. Verdient Allah, dass du ihm dankst oder nicht? Verdient er es oder nicht? Aber was heißt dankbar sein? Das ist nicht, dass du ab und zu mal seinen Namen erwähnst. Oder dass du eine Kette trägst, worauf der Name Allah subhanahu wa ta'ala steht. Oder dass du nur im Monat Ramadan an Allah, den Allmächtigen, denkst, der nicht nur der Herr von Ramadan ist, er ist auch der Herr von Sha'ban und von Shawwal und von Dhul-Qa'da und von allen Monaten. Oder glaubst du, dass Allah dich nur im Ramadan sieht? Welche üble Einstellung du gegenüber deinem Schöpfer hast. Du machst deine Pflichten und du versuchst dich auch mit freiwilligen Taten zu nähren. Das ist der Weg, wie du Allah subhanahu wa ta'alas Liebe erreichen kannst. Möchtet ihr wissen, wie dankbar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi gewesen ist? Aber erstmal macht ihr Salawat. Sallallahu alaihi wa sallam. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah azza wa jal hat ihm alle Sünden vergeben. Vor seiner Zeit und die nach seinem Prophetentum. Und er betete in der Nacht so lange, bis seine Füße angequollt sind und schon Blut herausgeströmt ist. Dann sagte jemand zu ihm, ja Rasulallah, Allah hat dir bereits alle Sünden vergeben. Warum mühst du dich so ab? Und er sagt, أَفَلَا أَكُنْ عَبْدًا شَكُورًا. Soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Allah hat ihm alle Sünden vergeben, richtig. Aber war er dankbar oder nicht? Er hat Allah subhanahu wa ta'ala gedankt. Denn wir danken Allah einzig und allein. Und das ist nicht richtig, dass man sagt, wenn ich das mache, dann kriege ich von Allah das. Das ist ein Händlergeschäft. Sondern danke Allah aufgrund von Allah. Auch wenn Allah dir nichts gegeben hätte, danke Allah. Oder liebst du Allah nur, wenn er dir was gibt? Wenn er dir was nimmt, liebst du Allah dann nicht mehr? Nein, liebe Geschwister. Und das Gebet ist etwas Großartiges, was wir Muslime, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, besitzen. Es ist die zweite Säule im Islam, liebe Geschwister. Und es ist die einzige Ibadah, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von über den sieben Himmeln offenbart hat. Allah hat ihn einzig und alleine emporgehoben zu sich, damit er ihm diese Ibadah verpflichtet. Allahu Akbar. Wie gewaltig ist diese Ibadah. Alle anderen Dinge hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier in der Dunya offenbart bekommen. Außer das Gebet, was uns den Stellenwert zeigt, was dieses Gebet bedeutet. Ursprünglich hat Allah subhanahu wa ta'ala wie viele Gebete für die Muslime verpflichtet? Ursprünglich? 50. 50. Auf Türkisch weiß ich nicht. Bestokus on? Nee. Elli. Elli Gebete, Allahu Akbar. So viele Gebete, ja? Aber Musa a.s. Jetzt sagt ihr, wo kommt Musa her? Wir reden doch über den Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Seelen der Propheten erschaffen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat auf jeder Himmelsstufe wen getroffen? Die Propheten. Und Musa a.s. er sagte, geh zurück zu deinem Herrn. Deine Nation wird das niemals können. Ich weiß, wovon ich rede. So ging der Prophet zurück und es wurden aus 50 10, dann weniger, bis auf 5 Gebete. Aber
Uns wurde versprochen, dass derjenige, der die 5 Gebete macht, den Lohn bekommt wie 50 Gebete. Allahu Akbar. Jedes Gebet zählt für dich 10-fach, unabhängig von allen anderen Löhnen. Unabhängig von allen anderen Löhnen 10-fach. Möchte dein Herr, dass du Gutes bekommst oder nicht? Aber du möchtest das nicht. Dein Herr möchte für dich Gutes, aber Wallahi, du möchtest für dich Schlechtes. Wenn du die Shahada sprichst, wenn du sagst, La ilaha illallah, es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Was sagst du hier? Du bezeugst, dass du Allah subhanahu wa ta'alas Existenz beweist. Dass du Allah subhanahu wa ta'alas Existenz bestätigst. Du bezeugst das. Wenn du aber sagst, La ilaha illallah, dann glaubst du doch an deinem Herrn. Dann musst du wissen, dass du ab jetzt einen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hast. Du hast den Vertrag angenommen und gesagt, ja Allah, ich bezeuge, dass es dich gibt. Und jetzt möchte ich das tun, was du liebst, damit du mich liebst. Möge Allah uns unter denen schreiben, die er liebt. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa-t-tib. Mir wurde in eurer Dunya was lieb gemacht? Die Frauen und das Parfüm. Und das sind natürliche Veranlagungen. Man liebt die Frauen. Das heißt nicht, wir haben jetzt eine Überlieferung gehört und jetzt auf einmal verlassen alle den Saal. Der Prophet hat das gesagt und ich liebe die Sunna und ich folge ihm. Ab auf die Frauen, ja, nein, so ist das nicht gemeint. Sondern natürlich, was halal ist. Und jeder Bruder, ich sage ihm nur eine Sache. Wallahi, wenn du 10.000 Frauen im Haram hast, sie haben nicht den Stellenwert wie eine Frau im Halal. Das ist so. Das ist so. Und 10.000 reichen dir nicht. Und 20.000 reichen dir nicht. Und 30.000 reichen dir nicht. Hast du aber eine Frau im Halal und du fürchtest Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist das genug für dich. Du sagst, kann eine Frau alleine mir so gefallen, dass ich andere Frauen nicht mehr begehre? Ey Wallah. Welche Frau soll das sein? Die Hurilay. Auf jeden Fall. Könnt ihr euch vorstellen? Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad Sassan, er hat das gesagt. Das, was ich am meisten von eurer Welt liebe, sind die Frauen und das Parfüm. Weil das eine natürliche Liebe ist. Aber er sagte dann noch etwas Schönes. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Und Vergnügen wurde mir in das Gebet gelegt. Allahu Akbar. Wo hat der Prophet Sassan sich vergnügt? Im Gebet. Ihr müsst wissen, dass sie eine Zeit hatten, wo sie verfolgt wurden, wo sie misshandelt wurden, wo sie getötet wurden. Und sie haben in dem Gebet ihre Ruhe gefunden. Ya Bilal, ra'ihna biha. O Bilal, lass uns unsere Ruhe im Gebet finden. Allahu Akbar. Heutzutage sagen sie, ra'ihna, die Araber, lass uns das hinter uns bringen. Aber der Prophet s.a.w. sagte, lass uns Ruhe im Gebet finden. Warum? Werden die Herzen nicht nur im Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala ruhig, nur dann. Wallahi, möchtest du Ruhe haben, möchtest du Zufriedenheit haben, möchtest du dein kleines Paradiesgärtchen in dieser Welt, dann gedenke Allah subhanahu wa ta'ala, denn niemand ist in der Lage, dir Ruhe in deinem Herzen zu geben, außer Allah. Und ich gebe dir den Beweis dafür, bereue bei Allah eine aufrichtige Taube, eine aufrichtige Reue und schau, wie dein Herzenszustand danach ist. Dein Herz ist drauf und dran zu fliegen. Allahu Akbar, wer hat dir die Ruhe gegeben? Du weißt, wenn jetzt der Tod zu mir kommen könnte, ich bin bereit. Bereit für den Tod. Ein Mann, er saß immer und er hat sich wunderschön gemacht. Er hat sich die schönsten Klamotten angezogen und er hat sich hergerichtet. Und seine Frau sagte, für wen machst du das? Er sagte, ich erwarte einen Gast. Der Gast, den ich erwarte, ich habe dieses alles für ihn gemacht. Und am nächsten Tag fragte sie ihn wieder, für wen machst du das? Ich habe einen Gast zu erwarten. Und am dritten und am vierten Tag, irgendwann sagt sie, ein komischer Gast, den ich nicht sehe. Er sagte zu ihr, ich warte auf den Todesengel. Denn er ist dabei, mir entgegenzulaufen und ich möchte im besten Zustand Allah subhanahu wa ta'ala treffen. Allahu Akbar. Schaut mal, diese Leute, sie haben die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala erhofft. Warum? Weil sie wussten, wenn sie Allah hier gefürchtet haben, dann haben sie eine berechtigte Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs. Aber manche hoffen auf die Barmherzigkeit Allahs ohne
ohne etwas Gutes zu tun. Hassan al-Basri sagte über diese Leute, Laysa al-Iman bit-tamanni, wahrlich, der Iman hat nichts mit Wunschvorstellung zu tun. Manche wünschten sich, dass sie ins Paradies kommen, aber bei Allah, sie werden nicht mal das Paradies riechen. Denn aufgrund eines Wunsches alleine wirst du nicht das Paradies bekommen. Ala inna silatallahi ghaliya, ala inna silatallahi jannah. Wahrlich, die Ware Allahs ist teuer. Wahrlich, die Ware Allahs ist das Paradies. Möchtest du? Dann strenge dich an. Dann strenge dich an. Und wenn du dich anstrengst, Allah hilft dir auf diesem Weg, dass dir alles leicht fällt. Ja, liebe Geschwister, das Gebet war für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Vergnügen. Wer sagt mir, wie viele Rak'at hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag durchschnittlich gebetet? Wie viele Rak'at hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag durchschnittlich gebetet? Wer sagt mir? Mal gucken, ob ihr euren Propheten sallallahu alaihi wasallam kennt. 40. Wer hat 40 gesagt? Natürlich unser Sheikh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. 40 Rak'at hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Wie viele? 40. Und wie waren sie zusammengesetzt? Hä? Betet ihr alle 5 Gebete am Tag? Inshallah, seht euch, ja? Nein. 5 mal? 17. Das sind 17 Rak'at. Okay, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch gebetet? 12 Sunnah. 12 Sunnah, sehr gut. 17 und 12 sind? Und 11. 29. Und 11 Qiyamillah. In der Nacht. Und das beste Geschäft mit Allah ist in der Nacht. Während alle schlafen und schnarchen, da stehen die Gläubigen auf. Und sie haben einen Wunsch an Allah. Und sie wissen genau, egal was sie Allah subhanahu wa ta'ala fragen zu dieser Zeit, worum sie ihn bitten, Allah erfüllt es ihnen 100%. Und sagte ein Gelehrter, wenn du keinen Wunsch hast, dann schlaf weiter. Wenn du keinen Wunsch hast, schlaf weiter. Ey Wallahi, und wie schön sind seine Worte und wie gewaltig sind seine Worte. Wollt ihr hören, was die Salaf gesagt haben über das Gebet? Weil sie es so sehr geliebt haben und weil sie Allah subhanahu wa ta'ala geliebt haben. Sie haben gesagt, Allahumma, in kunta katabta li ahadin an yusalli fi qabrihi, faja'alni mimman yusalli fi qabrihi. Allahu Akbar. Sie sagten, oh Allah, wenn du für jemanden vorgeschrieben hast, in seinem Grab beten zu müssen, dann mache mich, schreibe mich unter denen, die in ihrem Grab beten werden. Allahu Akbar. Einer von uns sagt, Alhamdulillah, mit dem Tod ist alles vorbei, nie wieder muss ich Allah anbeten. Aber schaut diese Leute, wie sie waren. Oh Allah, wenn du für jemanden geschrieben hast, in seinem Grab beten zu müssen, dann mache mich unter denen. Aber sie wussten, Allah hat das nicht geschrieben. Dann mache mich unter denen, die in ihrem Grab beten werden. Allahu Akbar. Sind wir wie diese Sahaba? Und manche sagten, لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا. Wenn unsere Herzen rein waren, haben wir nie genug bekommen von den Worten Allahs. Willst du wissen, ob dein Herz rein ist? Dann kannst du 24 Stunden über Allah hören und reden und es wird dir nicht langweilig. Subhanallah, schaut mal, wenn einer über Haram redet, wie geduldig man ist. Der fängt an, eine Geschichte zu erzählen. Ein Mann und eine Frau trafen sich unterm Baum, da fiel was vom Baum und sie hat es auf den Kopf gekriegt und er hat den Wagen gerufen und bla bla bla, eine ganz lange Geschichte. Wie lange hören die Leute ihm zu? Aber was ist diese Geschichte? Was ist diese Geschichte, liebe Geschwister? Das ist einfach nur eine Geschichte. Aber subhanallah, wenn man über die Worte Allah subhanahu wa ta'ala spricht, warum hat man nicht so viel Geduld, diesem zuzuhören? Wie lange hörst du den Worten Allahs zu? Und ihr kennt das? Manche stehen im Gebet hinter einem Imam und er sagt, hoffentlich macht dir das wieder nicht zu lang. Letztens hat er die ganze Sura Ad-Duha fertig gelesen. Ey, Allahu Akbar. Ja, wie ein Imam, der hat einmal vorgebetet, dann hat er Sura An-Naml gelesen. Der hat Sura An-Naml gelesen. Und Sura An-Naml ist lang. Und als das Gebet fertig war, dann sind alle auf ihn zugegangen. Die haben gesagt, ja, Sheikh, du übertreibst, du liest zu lang. Hat er gesagt, okay, nächstes Mal werde ich Sura Al-Fil lesen. Sie haben gesagt, was? Der Elefant? Wenn die Ameise so lang ist, dann wie ist der Elefant? Sie dachten, die Sura ist noch länger. Obwohl Sura Al-Fil kann jedes kleine Kind auswählen. Subhanallah. Liebe Geschwister, durch dieses Gebet nähert man sich Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Muslim hat die Gnade von Allah
fünfmal am Tag beten zu dürfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erhöht deine Stellung durch das Gebet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, لا تسجد لله سجدة إلا رفعك درجة. Derjenige, der für Allah subhanahu wa ta'ala nur eine Sajda, nur eine Niederwerfung macht, Allah wird ihn dadurch erhöhen, wo? Im Paradies. Eine Sajda für Allah, du bekommst eine Erhöhung. لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَ إِلَّا رَفَعَكَ دَرَجَ. Du wirst niemals nur eine Sajda machen, außer dass Allah dich erhöht um eine Rangstufe. Wie viele Sünden machst du am Tag? Und Wallahi, es ist verwunderlich, dass manche Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er ihnen ihre Sünden vergibt, aber sie beten nicht oder nur ganz selten. Möchtest du nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden vergibt? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, As-salatu al-khams, wal-jum'atu ila al-jum'a, kaffaratun lima baynahum, ma lam tughsha al-kabair. Die fünf Gebete und vom Freitagsgebet zum Freitagsgebet sind eine Sühne. Das heißt, damit wird Allah subhanahu wa ta'ala dir die Sünden vergeben. Das, was an Sünden zwischen ihnen gemacht wird. Zwischen jeden beiden Gebeten werden dir deine Sünden vergeben. Und wie viele Sünden machen wir am Tag? Wenn du dazwischen keine großen Sünden machst. Al-Kabir. Was sind große Sünden? Wer sagt mir das? Was sind große Sünden? Schirk zum Beispiel. Schirk, ja, hast gleich Nummer 1 genommen. Größer gibt's nicht. Alhamdulillah. Was gibt's noch? Das, was die Leute viele und oft machen, leider. Na? Sinna. Nicht gütig sein zu Eltern. Zu den Eltern ungehorsam zu sein, mashallah. Sehr gut. Na? Über Allah ohne Wissen reden. Über Allah ohne Wissen zu reden und. Es gibt viele große Sünden, wie auch Zinsen nehmen, wie auch Alkohol trinken, wie auch zu lästern über seine Geschwister. Und diese Botschaft ist extra nochmal an meine Schwestern, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten sollen und dieses nicht tun sollen. Denn wenn sie dieses tun und wenn auch die Männer dieses tun, so sollen sie eine Strafe im Grab erwarten, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Liebe Geschwister, Allah vergibt uns unsere Sünden zwischen den Gebeten. Ein Mann kam einmal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm, dieser Mann, O Gesandter Allahs, er hat ihm beschrieben, dass er eine Sünde gemacht hat. Da fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hast du mit uns gebetet? Der Mann sagte ja. Er sagte, Kad ghafarallahu lek. Allah hat dir bereits verziehen. Warum? Weil er gebetet hat. Allah hat ihm die Sünde vergeben, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, man hafad alaihin, kana lahu ahdun inda Allah, iyad khulahu al-jannah, wa man lam yuhafid alaihin, lam yakun lahu inda Allahi ahdun, in sha'a azzaba, wa in sha'a ghafarallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns wichtige Worte gesagt. Und zwar, dass derjenige, der auf seine Gebete achtet, das bedeutet im Großen und Ganzen auf alles. Du betest sie zur richtigen Zeit. Du verrichtest das Gebet richtig mit den Säulen und Pflichten, die dazu gehören. Manche Leute, wenn er betet, dann denkst du, der macht gerade Kung Fu. Oder sowas Tai Chi oder wie das heißt. Kennt ihr die Leute, die so fliegen, verscheuchen und so den ganzen Tag? Subhanallah. Ich meine, wenn sie das so vor einer Person machen, der geht irgendwann in die U-Bahn, der hat keine Lust mehr zu warten. Dass sie ihre Aufwärmübung gemacht hat. Aber schaut mal, subhanallah, diese Person, der betet nicht richtig. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat einen Mann dreimal zurückgeschickt, weil er nicht richtig gebetet hat. Dreimal? Irja! Er sagte zu ihm, zurück mit dir! Du hast nicht gebetet. Ein Gebet ist nicht einfach ein Gebet, ja? Sondern man muss im Gebet seine Ruhe finden. Und ihr kennt diese Jet-Imame, ne? Allah, der ist 70 Jahre, du sagst, subhanallah, wo hat der sein Turbo-Diesel her? Der ist so schnell. Aber in anderen Sachen ist er sehr schwächlich und krank. Aber beim Lesen und Ruku und Sujud, subhanallah, da kommst du nicht hinterher als 20-Jähriger. Deswegen, das Gebet ist ein Gebet, liebe Geschwister. Das ist nicht eine Sache, die man hinter sich bringt. Wallahi, möge Allah uns bewahren. Man sieht bei einigen Leuten, dass sie einfach das Gebet was hinter sich bringen wollen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي
Salatim Khashiyon. Erfolgreich sind die Gläubigen, die in ihrem Gebet, was? Demütig sind. Einmal habe ich hinter einem Imam gebetet, in einer Moschee, ist egal welche Moschee. Und nach dem Gebet habe ich ihm gesagt, Achil Karim, es wäre schön, wenn wir in Ruhe beten würden. Weil er hat wirklich tak, 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 tak. Plötzlich sagte er zu mir, welche Madhab verfolgst du? Ich, subhanallah, das mit Madhab zu tun. Ich will einfach nur mein Gebet beten. Alles mit Madhab? Ich gehe bei Lidl einfach. Welchen Madhab? Nee, darf ich nichts mehr im Leben machen, ohne Madhab zu haben? Und hier sehen wir, die Leute wollen das Gebet hinter sich bringen. Manchmal hört ihr in den Moscheen Leute, die rezitieren so. Da denkst du, subhanallah, ein Djinn steht vor dir. Und der bringt dir gerade das Reden bei. Das ist schlimm, liebe Geschwister. Wallahi, ein Gebet muss ein Gebet sein. Und wir sollen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer auf sein Gebet achtet, so hat er einen Vertrag mit Allah, dass Allah ihm was in das Paradiesgarten eingehen lässt. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah. Allah hat dir ein Versprechen gegeben, dass du in das Paradies eingehen wirst, wenn du auf deine 5 Gebete achtest. Aber derjenige, der nicht auf diese 5 Gebete achtet, so hat er nicht dieses Versprechen. Wenn Allah will, dann belohnt er ihn. Das heißt, er bestraft ihn nicht. Und wenn er nicht will, Allah subhanahu wa ta'ala, und alles ist unter dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala, dann bestraft er ihn. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, man hafada ala salawat al-khams, derjenige, der auf seine 5 Gebete achtet. Und er hat beschrieben, dass diese Person dann auch den Rukur richtig macht, den Sujud richtig macht und auch auf die Zeiten achtet. وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Und er weiß, dass diese 5 Gebete ein Recht auf Allah subhanahu wa ta'ala sind, ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala sind, der wird zu dem Paradiesgarten, der wird in das Paradiesgarten eingehen. Und subhanallah, ganz im Ernst, wer von euch möchte am Tage der Auferstehung zu den Wahrhaftigen gehören und zu denjenigen, die die besten, höchsten Stellungen im Paradies haben? Ganz im Ernst, wer möchte das? Habe ich mir schon gedacht, eine traurige Gemeinschaft hier. 3 Leute. Und wo wollen die anderen sein? Wo wollt ihr sein? Subhanallah. Wozu mache ich den Vortrag die ganze Zeit? Ich glaube, es ist besser, dass wir in eine andere Stadt gehen. Ja? Subhanallah, die wollen nicht zu den Besten gehören. Wisst ihr, wie man zu den Besten gehört? Inshallah sind die Schwestern besser drauf als ihr. Wisst ihr, wie man zu den Besten gehört? Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ja Rasulallah. أَرَأَيْتَ إِنْ شَهَدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ. O Gesandter Allahs, wenn ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, und dass du der Gesandte Allahs bist. وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Und ich bete die 5 Gebete. وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَدَانِ. Und ich bete und ich faste im Monat Ramadan. وَقُمْتُ رَمَدَانِ. Und ich mache das Nachtgebet im Ramadan, sprich das Tarawih-Gebet. وَآتَيْتُ الزَّكَاةِ. فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. Allahu Akbar. Er sagte, und was haben wir aufgezählt? Das La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Danach? Die 5 Gebete. Danach? Man fastet? Nein, man fastet Ramadan. Danach? Im Ramadan Tarawih-Gebet. Richtig. Danach? Zakat. Derjenige, der dieses tut, sagte der Prophet Muhammad sallallahu. Er hat nicht gesagt, derjenige ist mit den Shuhada und den Wahrhaftigen am Tag der Auferstehung. Er sagte, er ist von den Wahrhaftigen und von den Märtyrern. Allahu Akbar. Mit und von ist ein Unterschied, ja? Du kannst manchmal zusammen sein mit Leuten, du bist bemitleidenswert, du bist einfach nur ein Mitläufer gewesen, deswegen darfst du hinter ihnen herlaufen. Aber du bist unter ihnen am Tage der Auferstehung. Subhanallah. Hier hast du einen Beweis dafür, dass du am Tag der Auferstehung nicht nur mit den Wahrhaftigen und den Märtyrern versammelt wirst, sondern du bist selber einer von ihnen. Und wie hast du diese Stellung erreicht? Unter anderem durch das Gebet. Wird ein vernünftiger Mensch, der dieses alles vom Propheten gehört hat, dass seine Sünden ihm durch das Gebet vergeben werden und dass das Gebet ein Grund ist, um in das Paradies zu gelangen und dass er durch das Gebet zu den Wahrhaftigen und von den Wahrhaftigen zählt, wird ein Vernünftiger dieses Gebet verlassen? Wallahi nein. Derjenige, der das Gebet macht und dann wieder lässt, der hat nie verstanden, was das Gebet ist. Nie. Der hat nie verstanden, was das Gebet ist. Und das Gebet wurde As-Salah genannt. Es ist eine Silla zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, eine Verbindung,
Liebe Geschwister, du hast die Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala die ganze Zeit. Und dieses Gebet ist auch ein Schutz für dich vor den großen Sünden und den abscheulichen Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Allah sagt, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Das heißt, solange du dein Gebet machst, wirst du nicht zu denjenigen gehören, die ständig, das Schändliche und Abscheuliche machen. Auch wenn du einmal in eine Sünde fallen sollst, und jedem von uns kann das passieren, möge Allah uns vergeben für unsere Ungehorsamkeit, dann wirst du aber nicht auf diesem Weg bleiben, weil durch das Gebet kommst du immer wieder zurück. Und du hast eine Verbindung mit wem? Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Du kommst immer wieder zurück. Aber siehst du, die anderen, die bleiben bei ihren großen Sünden. Warum? Weil sie nicht beten. Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Solange du dich vom Schändlichen und Abscheulichen fernhältst, dann weißt du das auch, was mit deinem Gebet stimmt. Voraussetzung ist, dass du auch verstehst, was du im Gebet sagst. Wallahi, ich finde das schade. Viele beten jahrelang und bis heute wissen sie nicht mal die Bedeutung von Surah Al-Fatiha. Ich meine nicht die Leute, die neu angefangen haben mit dem Islam. Die haben Zeit zum Lernen. Aber manche Brüder und Schwestern, seit 7 Jahren, man sagt ihnen, lernen doch wenigstens die Bedeutung von Surah Al-Fatiha. Sie haben keine Zeit. Obwohl Allah uns für nichts anderes erschaffen hat, außer für seine Ibadah. Was machst du den ganzen Tag, Bruder und Schwester? Ja, da kommen so ein paar Serien, ich muss dabei sein. Manche haben sogar einen Fernseher auf Toilette, damit sie bloß nichts verpassen. Kennt ihr diese Leute? Ja, Erdnüsse und Malzbier, alles da. Wallahi, liebe Geschwister, manchmal fragt man sich, wen dient diese Person? Ha? Du bleibst nicht bei den großen Sünden, wenn du auf dein Gebet achtest. Und wie viele haben wir gesehen, als sie mit dem Gebet aufgehört haben? Wallahi, ihr Zustand hat sich verschlechtert. Sie haben angefangen, Drogen zu nehmen. Sie sind in ein Sündenloch gefallen. Sie haben argste Depressionen gehabt. Ihr Leben war einfach kaputt. Und deswegen, halte an das Gebet fest. Es ist so wichtig, lieber Bruder und liebe Schwester, für dich und mich, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns durch dieses Gebet am Leben erhält. Und dann warne ich meine Brüder und Schwestern, es gibt eine Überlieferung, die sagt, man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar, fala salata lah. Derjenige, dessen Gebet ihm nicht vom Schändlichen und Abscheulichen fernhält, der hat kein Gebet bei Allah. Diese Überlieferung haben die Hadith-Gelehrten nicht akzeptiert, sie ist nicht authentisch. Und der letzte unter ihnen, Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, sagt, die ist munkar, die ist nicht authentisch, diese Überlieferung, deswegen richte nicht danach, weil es gibt eine Person, schaut mal, wie gefährlich unauthentische Überlieferungen sind. Einer hat mal gebetet, das war in Jordanien gewesen, und der betet und auf der Minbar stand diese Überlieferung. Nicht wahr ist. Derjenige, den sein Gebet ihm nicht vom Schändlichen und Abscheulichen abhält, der hat kein Gebet. Und während er so betet, dann liest er, der überlegt für sich selber. Der sagt, wie kann das sein? Ich bete, aber mich hält das nicht ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Das heißt, ich habe kein Gebet. Was hat er gemacht? Der hat sein Gebet gelassen. Subhanallah. Müssen wir trotzdem beten, auch wenn wir sündigen? Natürlich. Weil durch das Gebet kommen wir wieder zurück zum Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Aber schaut mal, so eine chaotische Überlieferung, eine gefährliche Überlieferung. Einer, der ist dann dieser Mann, der auf der Minbar diese Überlieferung gelesen hat, der ist zu einem Chef gegangen und der hat ihm gesagt, weißt du, als ich diese Überlieferung gesehen habe, gelesen habe, da habe ich mir gedacht, warum soll ich überhaupt noch beten? Und ich habe 13 Jahre oder 12 Jahre mein Gebet gelassen. Wegen einer unauthentischen Überlieferung. Er hat gesagt, ich trinke Alkohol, ich mache dieses und jenes, wenn ich vom Gebet, ich habe doch nichts vom Gebet, wenn ich so lange diese großen Sünden mache. Aber subhanallah, dann eines Tages hat er sich mit seinen Saufkumpanen getroffen. Und leider haben wir die auch. Ihr kennt diese, ihr kennt diese Brüder, die treffen sich und dann gibt es einen Tag Schluckebier. Das heißt, jeder sauft sich die Hucke voll, walayyadu'illah, und dann haben sie einen Abend, wo sie am nächsten Tag den ganzen Tag nur reihen. Ich verstehe das sowieso nicht, aber subhanallah, jedem wurde etwas lieb gemacht. Manche lieben die Gehorsamkeit zu Allah und andere lieben die Ungehorsamkeit zu Allah, subhanallah. Auf jeden Fall, er saß mit den anderen Brüdern. Und dann sagte einer der Brüder, einer von den Saufkumpanen, er sagte zu ihm, schau mal, such dir ein Mädchen hier aus und verbring einen schönen Tag mit ihr.
Er sagt ihm, nein, ich mach keine Sinne. Er sagt, wie, du machst keine Sinne? Nein, ich mach keine Sinne. Er hat zwar Alkohol getrunken, alles drum dran, aber Sinne hat er nie gemacht. Dann hat der Besoffene ihm gesagt, wenn du keine Sinne machst, warum betest du dann nicht? Schau mal, dann hat er angefangen zu überlegen. Er hat eine Hikmah von einem Besoffenen angenommen. Wie von einem vernünftigen Mann. Der hat von einem Besoffenen die Hikmah angenommen. Er sagt, wenn du nicht Sinne machst, dann bete doch. Dann hat er gesagt, stimmt, der hat recht. Unter sich, die Besoffenen geben sich untereinander Fatwa. Ja, subhanallah. Dann hat er überlegt und so ist er wieder zum Gebet zurückgekommen. Wenn der Besoffene wüsste, welchen Lohn er hätte bekommen können, wenn er wieder klar denkt, subhanallah, der wäre zum Weg zurückgekommen. Deswegen, diese Überlieferung ist nicht echt, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns das Gebet befohlen, selbst wenn wir Sünden machen. Und, liebe Geschwister, Wallahi, wir müssen auch leider ansprechen, dass diejenigen, die nicht beten, auch sehr hart von Allah subhanahu wa ta'ala bestraft werden. Möge Allah uns vor seiner Strafe schützen. Wenn zum Gebet gerufen wird, dann gibt es nichts anderes für dich außer Allahu Akbar. Wenn es heißt Allahu Akbar, dann gibt es für dich nicht mehr deine Arbeit, nicht mehr dein Handeln, nicht mehr deine Frau und nicht mehr deine Kinder und nichts von den Dingen dieser Welt. Allahu Akbar heißt, jetzt bin ich nur zwischen den Händen von Allah subhanahu wa ta'ala und ich habe nichts anderes zu tun, als ihm richtig und rechtmäßig anzubeten, so wie Allah es gefällt. Nichts anderes hast du in dieser Zeit zu tun. Schaut mal, manche der Salaf-Gelehrten, als sie vor Allah subhanahu wa ta'ala standen, so sind sie blass geworden. Man hat sie gefragt, was ist los mit dir? Warum ist dein Gesicht so blass? Er sagte, wisst ihr, zwischen wessen Händen ich gleich stehen werde? Zwischen den Händen von Allah. Allahu Akbar. Und einer der Salaf-Gelehrten, er sagte, Wallahi, es ist mir lieber, dass ich mit Speeren durchbohrt werde, als dass ich im Gebet an etwas anderes denke, außer an Allah. Schaut mal, was wir alles denken. Ein Mann hat einmal seine Schlüssel gesucht und er hat sie nicht gefunden. Dann hat er 3, 4 Kumpels getroffen von sich. Die haben ihm gesagt, mach dir keine Sorgen. Gleich ist das Gebet, dann fällt dir wieder ein, wo die Schlüssel sind. Natürlich, weil Shaitan kommt und lenkt uns ab. Und Wallahi, wir sollten wissen, du kriegst nicht immer deinen vollen Lohn im Gebet. Weil der Prophet Sassanem hat uns gesagt, dass du manchmal nur ein Sechstel, ein Viertel, einen halben Lohn bekommst. Manchmal gar nichts. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, du wirst nur für den Teil im Gebet belohnt, indem du aufmerksam warst. Und wie schnell vergessen wir manchmal, in welcher Raka wir überhaupt waren, weil wir gar nicht im Gebet sind, liebe Geschwister. Und derjenige, der nicht betet oder schlecht betet oder unregelmäßig betet, er wird, liebe Geschwister, am Tage der Auferstehung erstmal zuvor vor der Hölle im Grab bestraft. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er berichtete uns, dass er im Traum von 2 Engeln herumgeführt wurde und sie kamen dann an einem Mann vorbei, der auf dem Boden lag und ein anderer war stehen und hielt einen großen Stein in seinen Händen und ließ ihn auf den fallen, der auf dem Boden lag. Allahu Akbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er fragte dann, was ist mit diesem Mann, was hat er verbrochen? Die Engel sagten, فَإِنَّهُ الرَّجُلْ فَإِنَّهُ الرَّجُلْ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ السَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. Das ist ein Mann, der vom Koran etwas gelernt hat, aber er achtet gar nicht auf den Koran. Er handelt nicht nach dem Koran und er lässt einfach ein geschriebenes Gebet, ein verpflichtendes Gebet, einfach so und schläft. Subhanallah. Dieser bekommt die Strafe im Grab, liebe Geschwister. Abu Darda radiallahu an, er sagte, Sallu raka'atayn fi dhulamil layl li dhulimatil qubur. Bete 2 Gebetseinheiten in der tiefsten Nacht, damit sie für euch Licht sein sollen im Grab. Möge Allah uns im Grab Licht geben. Allahumma nawwir quburna. Und dann gibt es eine Strafe im Höllenfeuer. Das ist, im Grab fängt sie an. Und sie geht so lange, wie viele Sünden du gemacht hast. Und nur Allah kennt die Zeit, wie lange man bestraft wird. Aber subhanallah, manche werden die gesamte Zeit im Grab bestraft, bis Yawmul Qiyamah einsetzt und dann werden sie noch weiter und noch härter bestraft. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns, zwischen den Paradiesbewohnern und den Höllenbewohnern wird es ein Gespräch geben und die Paradiesbewohner werden die Höllenbewohner fragen, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ. Was hat euch in die Hölle Saqar geführt? Da werden die Höllenbewohner sagen,
Wir waren von den Nichtbetenden als ersten Grund. Und sie haben weitere Gründe aufgezählt. Aber der erste Grund, wir waren von den Nichtbetenden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns beschrieben, وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ. Was lässt dich wissen, was Saqar ist? Und immer wenn Allah im Koran fragt, was lässt dich wissen, was eine Sache ist, dann solltest du besondere Aufmerksamkeit dieser Sache widmen. Und das ist die beste Erklärung, weil Allah, er erklärt dieses selber im Koran. لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ. Sie lässt nichts übrig. Sie zieht die Kopfhaut ganz weg. Allahu Akbar. Wie heiß ist das Feuer? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, qila ya Rasulallah, in kanat lakafia. Er sagte, euer Feuer in dieser Zeit ist nur ein 70stel vom Teil vom Höllenfeuer. Das heißt, das Höllenfeuer ist 70 mal heißer als dieses Feuer hier. Dann wurde zu ihm gesagt, ja, Rasulallah, wenn dieses Feuer vom Höllenfeuer, wenn das Höllenfeuer nur so wäre wie dieses Feuer hier in unserem Diesseits, wallahi, es würde reichen. Aber nein, Allah hat etwas anderes bestimmt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Und nach ihm kam Nachfahren, subhanallah, die haben was? Das Gebet vernachlässigt und sind ihren Begierden gefolgt. So wie wir das gerade tun. Jeder betet, wann er Lust hat. Manche, die haben so ein Wochenprogramm fürs Gebet. Kennt ihr die? So von in der jede zweite Kalenderwoche beten sie. Witter und Schäfer, kennt ihr? Ja, die machen so ein bestimmtes Programm. Mal bete ich, mal nicht. Das ist nicht so ein Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala, wie er uns das befohlen hat. Diejenigen, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die ihr Gebet vernachlässigt haben und ihren Begierden gefolgt sind, sie werden Al-Ghay bekommen. Aisha radiallahu anha sagte, Al-Ghay huwa wadin fi Jahannam. Das ist ein Tal im Jahannam. Ibn Mas'ud radiallahu anha sagt, dieses Tal ist so schlimm in der Hölle, dass die Hölle selber Zuflucht bei Allah vor diesem Tal sucht. Wie schlimm muss dieses Tal sein? Wie tief dieses Tal ist? Und wie schlimm ist es im Geschmack, liebe Geschwister? Möge Allah mich und euch davor bewahren. Allah hat uns 86 Mal im Koran befohlen, dass wir dieses Gebet verrichten sollen. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةِ. Sprich zu meinen Dienern, die was? Die gläubig sind. Die gläubig sind. Allah spricht die Gläubigen an. Sie sollen das Gebet verrichten. Denn durch das Gebet nährst du dich Allah subhanahu wa ta'ala. Lieber Bruder und liebe Schwester, und wallahi, wenn du vom Gedenken an Allah abrückst, hör, was Allah azza wa jal dir im Koran sagt. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ. Und wer sich vom Gedenken an Ar-Rahman, an Allah, den Al-Abama abwendet, den werden wir einen Shaytan anbinden, der ihm die ganze Zeit über begleitet. Das bedeutet, du wirst irgendwann so werden wie dein Shaytan. A'udhu billah. Imam al-Tabari rahimullah ta'ala sagt, ayyasira kadhalik. Man wird wie der Shaytan werden. Der Shaytan macht dir immer Waswas, er verpflichtet dich zu etwas und du folgst ihm und später, subhanallah, wirst du nichts Gutes mehr bekommen. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wusste, wie wichtig das Gebet ist, liebe Geschwister. Und bevor dieser edle Gesandte gestorben ist, hat er uns eines der wichtigsten Testamente hinterlassen. Er hat uns ein wichtiges Testament hinterlassen, ein Testament für seine Umma. Und er sagte, As-Salah, As-Salah, wa ma malakat aymanukum. Das Gebet, vergiss das bloß nicht. Und das waren die letzten Worte, die dieser edle Gesandte, der reinste unter allen Menschen, gesprochen hat, liebe Geschwister. Das Gebet, warum? Weil das Erste, wonach wir am Tage der Auferstehung von unseren Taten befragt werden, ist das Gebet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, inna awwala ma yuhasibu bihi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Das Erste, wonach der Diener am Tage des Gerichts von all seinen Taten gefragt wird, ist das Gebet. Wenn diese erste Abrechnung, das Gebet, ordentlich ist, so hat er einen Erfolg erzielt. Wenn es aber schlecht war, so wird er enttäuscht werden und verlieren. Das bedeutet, das Gebet ist Maßstab für alle deine Ibadah. Wenn du bei der Hajj warst, wenn du deine Zakat gibst,
wenn du Ramadan gefastet hast, diese Taten sind nur so gut wie das Gebet. Subhanallah. Das heißt, das Gebet ist ein Maßstab für alle anderen Taten. Ah, liebe Geschwister, und die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob derjenige, der nicht betet, überhaupt ein Muslim sein kann oder nicht. Ein Teil der Gelehrten sagt, wie unter anderem viele von den Sahaba, radiallahu anhu, und auch Imam Ahmad, rahimullah ta'ala, derjenige, der das Gebet nicht verrichtet, er gehört nicht mehr zur muslimischen Gemeinde. Möge Allah uns bewahren. Und die Mehrzahl der Sahaba sagt diese Aussage. Und die anderen Gelehrten, wie Ash-Shafi'i und Imam Malik und Imam Abu Hanifa sagen, der ist ein Fasiq. Der ist ein großer Sünder. Schaut mal, liebe Geschwister, ich möchte heute nicht mit euch über das Urteil sprechen. Ich habe einen ganzen Satz gemacht über das Urteil von demjenigen, der nicht betet. Ich möchte nur dich fragen heute, Bruder und Schwester. Möchtest du in einem Zustand sein zwischen Kafir und Fasiq? Fasiq ist ein schwerer Sünder, der bestraft wird. Möchtest du in diesem Zustand sein? Du sagst mir, nein, ich möchte das nicht. Dann achte auf deine Gebete. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Al-Ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Der Vertrag zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Und wer es lässt, der hat Kufr begangen. Der ist zum Unglauben gegangen, liebe Geschwister. Und er sagte, bayna rajul wa bayna al-kufri tarku as-salah. Zwischen dem Mann und dem Kufr und dem Unglauben steht das Unterlassen des Gebetes. Und ich schließe ab mit einem Hadith, wallahi, der unsere Herzen erzittern lässt. Jedes Mal, wenn ich diesen Hadith lese, dann bibbert mein Herz. Weil ich denke, subhanallah, vielleicht können wir unter diesen Leuten gehören. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man hafaza ala salah, man hafaza ala salah, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyama, wa man lam yuhafiz alaiha, lam takun lahu nuran. ولا برهانا ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع قارون وهامان أعوذ بالله وفرعون وأبي بن خلف. Er sagt, der Prophet صلى الله عليه وسلم, wer auf sein Gebet achtet, für den ist das Gebet am Tage der Auferstehung was? Licht und ein Beweis und ein Erfolg. Und wer nicht auf dieses Gebet achtet, für ihn ist dieses Gebet am Tage der Auferstehung kein Licht und kein Beweis und kein Erfolg. Und er wird am Tage der Auferstehung zusammen mit wem versammelt, hört man mit wem? Mit Pharaon? War Pharaon ein Guter? Nein. Mit Haman? War Haman ein Guter? Nein. Mit Qarun? War Qarun ein Guter? Nein. Und mit Ubay ibn Khalaf? War Ubay ein Guter? Nein. Das sind sogar die Führer der Kuffar. Sie sind nicht nur Kuffar, das sind die Führer der Kuffar. Mit ihnen wird man am Tage der Auferstehung zusammen versammelt werden. Warum? Pharaon war hochmütig, er hat nicht gebetet. Haman war beschäftigt mit seinem Ministerposten. Qarun war nur mit seinem Geld beschäftigt. Und Ubay mit seiner Stellung und seinen Kindern. Möge Allah uns nicht unter diesen Leuten zählen lassen. Ich bitte Allah, den Allmächtigen, darum, dass er mir und euch eure Verfehlungen verzeiht und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einem geraden Weg in der Dunya und in der Akhira befestigt. Allah subhanahu wa ta'ala hat viele Diener neben uns, aber wir haben nur einen einzigen Herrn und wir bitten diesen einzigen Herrn darum, dass er uns vergibt und uns alle gemeinsam in das Paradiesgarten eingehen lässt. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah, den Allmächtigen. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum wa jazakumullah.